Elektrochemie ist der Teilbereich der physikalischen Chemie, der sich mit Reaktionen beschäftigt, bei denen geladene Teilchen beteiligt sind, also Anion, Kation oder Elektron. Für die Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie, etwa in einer Batterie oder in einem Akkumulator, gelten die elektrochemischen Gesetze. Für die Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energie, etwa bei der Elektrolyse, gelten elektrochemische Gesetze. Chemische Information kann elektrische Information umgewandelt werden, etwa beim pH-Messen oder in der Lambda-Sonde. Wir unterscheiden Leiter erster Klasse und Leiter zweiter Klasse. In Leiter erster Klasse sind Elektronen die Ladungsträger. Negativ geladene Elektronen mit der Elementarladung minus E. Man stellt sich das so vor, dass in einem Metall positiv geladene Atomrümpfe, etwa Silber, plus Ionen auf den Gitterplätzen sitzen und dazwischen die Elektronen in einer Art Gas frei beweglich sind. Zu den Leitern erster Klasse zählen nicht nur die Metalle, auch die Halbmetalle und die intrinsisch leitfähigen Polymere. In Leitern zweiter Klasse haben wir Ionen, Anion und Kation als Ladungsträger. Wenn wir etwa Schwefelsäure haben, so ist diese dissoziiert in wässriger Lösung. Wir haben Protonen, wir haben Sulfationen und diese Ionen können Ladung transportieren. Ein potenzieller Elektrolyt Ka kann zerfallen in Kationen, positiv geladen, und Anionen, negativ geladen. Die Zahlen Ni plus und Ni minus heißen Zerfallszahlen, die Zahlen Z plus und Z minus heißen Ladungszahlen. Aus Elektroneutralitätsgründen muss gelten, dass Ni plus mal Z plus gleich Ni minus mal Z minus vom Betrage her ist. Dieses Produkt nennt man elektrochemische Wertigkeit. Unsere Schwefelsäure hat zum Beispiel elektrochemische Wertigkeit 2. Aus einem Mol Schwefelsäure werden 2 Mol positive und 2 Mol negative Ladung. Wenn die Dissoziation nicht vollständig ist, können wir einen Dissoziationsgrad Alpha definieren. Die Ionen tragen ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung, entweder positiv oder negativ. Im Allgemeinen liegen die Ionen nicht nackt im Elektrolyt vor, sondern sind von Lösungsmittelmolekülen, in meisten Fällen von Wasser, umgeben. Man spricht davon, dass die Ionen hydratisiert sind. Ein Kupfer-2-Plus-Ion hat zum Beispiel einen Durchmesser von 0,14 Nanometer. Durch die Hydrathülle vergrößert sich dieser Wert zum sogenannten hydrodynamischen Durchmesser von 0,6 Nanometer. Diese Hydrathülle wird in der Regel mit dem Ion mitwandern. Für die Größe der Hydrathülle spielt insbesondere die Ladungsdichte des Ions eine große Rolle. Das Chloridion ist zwar im Kristallgitter größer als das Kupferion, 0,2 Nanometer Durchmesser, aber aufgrund seiner kleineren Hydrathülle ist der hydrodynamische Durchmesser von Chlorid nur 0,36 Nanometer. Wenn wir Polymere haben, die Ladungen tragen, so ergeben sich ganz interessante Effekte aufgrund der Abstoßung der gleichartigen Ladungen. In verdünnten Lösungen sind diese Polyanionen oft sehr gestreckt und die Lösungen sind deshalb ziemlich viskos. Bei höheren Konzentrationen können sich die Ladungen etwas näher kommen und die Moleküle haben mehr die Knäuelform. Die Viskosität nimmt bei höheren Konzentrationen ab. Auch im festen Zustand ist Ionenleitung möglich, im Allgemeinen aber erst bei höherer Temperatur. Klassische Ionenleiter im festen Zustand sind zum Beispiel Silberjodid. Hier kann das Silber-Plus-Ion im Gitter wandern. Noch bekannter ist das Zirkondioxid, gerade das dotierte Zirkondioxid. Hier kann das Sauerstoff-Ion bei höherer Temperatur im Zirkongitter wandern. Organischer fester Ionenleiter ist das Nafion, ein bekanntes Ionenaustauschharz. Leiter erster Klasse sind Elektronenleiter, Metalle, Halbmetalle. Leiter zweiter Klasse sind Ionenleiter, Elektrolyte, Säurenbasen, Salze, Salzschmelzen
und Festkörperelektrolyte.